Herzlich willkommen zurück zu Nintendo Connect. Ich bin es wieder, euer postapokalyptischer Metro-Daddler Alex. Schnappt euch eine Fahrkarte und es geht los in die Metro. Da es sich letztlich um einen Port einer größeren Franchise handelt, beschränke ich mich in diesem Video aufs Nötigste. Außerdem werde ich in diesem Video nur Metro 2033 zeigen, denn zu Last Light, dem zweiten Teil, plane ich noch heute, wo dieses Video online geht, abends mit euch zusammen im Stream die ersten beiden Stunden zusammenzuzocken. Den Link zu unserem Twitch-Kanal findet ihr in der Videobeschreibung und solltet ihr es erst später sehen, werde ich daneben den Link zur Aufnahme des Streams verlinken. Zumindest plane ich diesen zeitnah auf YouTube zu überspielen. Metro 2033 ist übrigens eine Buchreihe über das Leben und Überleben in der Moskauer U-Bahn während eines nuklearen Winters und hat mit Metro 2034 und Metro 2035 auch Fortsetzungen erhalten. Last Light entspricht dem zweiten Buch, Metro 2034, und auch gibt es auf anderen Plattformen Metro Exodus, welches aber nicht auf dem Buch 2035 basiert. Es ist mir aktuell unklar, ob Exodus irgendwann auch auf die Switch kommt oder ob es einen vierten Teil gibt, der dann die Handlung des dritten Buches aufgreift. Wir schreiben das Jahr 2033 und befinden uns in der U-Bahn Moskaus. Okay, Entschuldigung, der Witz musste sein. Vor etwa 20 Jahren herrschte ein nuklearer Krieg, welcher Moskau unbewohnbar machte, weswegen sich die Menschheit dort in die Tunnel der U-Bahn, der sogenannten Metro, verkrochen hat. Wir sind Artyom, nun zufälligerweise auch 20 Jahre alt und ohne Erziehungsberechtigte. Wir erleben mit, wie unsere Station von Mutanten angegriffen wird und wir von einem Soldaten namens Hunter aufgefordert werden, sollten wir nicht zurückkehren, uns auf die Reise zur Riga-Station zu machen. Dabei treffen wir in unterschiedlichen Stationen auf unterschiedliche Menschen. Menschen, die einfach nur überleben wollen, Kommunisten und auch Faschisten. Dazwischen liegen die pechschwarzen Tunnel der Metro, wo Diebe, Mutanten und noch etwas anderes lauert. Auch reisen wir an die Oberfläche, wo noch gefährlichere Gefahren lauern, mitunter auch die Luft, welche ohne Atemschutzmaske uns langsam dahinsiechen lässt. In diesem First-Person-Shooter geht es aber nicht nur ums Ballern, sondern auch ums taktische Vorgehen und Schleichen. Erst in der Redux-Fassung, welche wir auf der Switch spielen können, können wir uns aber auch entscheiden, das Spiel eher wie einen Shooter zu spielen. So können wir am Anfang entscheiden, wo unser Fokus liegt. Wollt ihr lieber Baller-Action oder möchtet ihr vorsichtig um Gegner herumschleichen, um eure Moon zu sparen? Moon steht, wie ihr wohl richtig erraten habt, für Munition. Es gibt die alltägliche Moon, schwächere Patronen, die in der Metro hergestellt wurden, aber es gibt auch Militärmunition, welche auch gleichzeitig die Währung in der Welt der Stationen darstellt. Wir können diese auch in unsere Waffen laden und deutlich mehr Schaden anrichten, aber zu welchem Preis? Beim Schleichen sehen wir an einer kleinen Anzeige neben unserer Armbanduhr, ob wir sichtbar sind oder nicht, und können auch im Schatten entscheiden, ob wir den Gegner durch einen Schlag mit der Rohrzange bewusstlos schlagen oder mit einem Messer in den Rücken töten. Auch können wir Wurfmesser verwenden, um Gegner still und leise auf Distanz auszuschalten und das Beste an eben diesen auch wieder aufsammeln. Granaten und unterschiedliche Feuermodi wie Waffen mit diversen Aufrüstungsmöglichkeiten wie Laserpointern sind natürlich auch mit dabei. Wobei ihr beachten solltet, dass ihr immer nur drei Waffen auf einmal tragen könnt. Bevor ihr also eine Waffe aufrüstet, solltet ihr euch im Klaren sein, dass Gegner vielleicht eine bessere Schrotflinte fallen lassen könnten. Granaten, Medipacks und Messer können wir in allen Varianten mit uns herumtragen, diese sind lediglich in der Anzahl begrenzt. Auch gehört zu unserer Ausrüstung ein Feuerzeug, womit wir im Dunkeln etwas besser sehen können und Spinnennetze verbrennen können, die uns sonst verlangsamen. Es gibt auch eine Taschenlampe, ein Ladegerät für die Batterien eben dieser Taschenlampe und die erwähnte Luftschutzmaske mit Luftfiltern. Exklusiv für die Switch-Fassung ist die Bewegungssteuerung, welche beim Zielen über Kimme und Korn, während wir uns verschanzen, erstaunlich präzise wirkt. Beim normalen Rennen durch die Gänge kann es auch durchaus präziser sein, als mit dem Stick zu spielen. Ein Auto-Aim ist zwar vorhanden, aber nicht sonderlich effektiv, wie ich finde, und wer im Handheld-Modus spielt, sollte vielleicht doch die Bewegungssteuerung ausschalten. Denn selbst Fahrten mit der Bahn werden sonst zum Frustfest. Aber die Bewegungssteuerung hat nicht unbedingt exklusive Probleme nur in Metro, wie wir wissen. In der Redux-Fassung wurden auf allen Plattformen die Texturen und Grafiken verbessert. Auf der Switch können wir leider keinen Vergleich ziehen, denn wir erhalten lediglich die Redux-Fassung. Aber ich bin dennoch überrascht, wie flüssig das Spiel auf der Konsole läuft. Es gibt hier und da ein paar merkbare Framerate-Einbrüche, wenn viel los ist und die Action ist auf 30 Frames per Second an der Obergrenze, aber dennoch ist es beeindruckend, dieses Spiel im Handheld-Modus spielen zu können. Grafisch gibt es viele Spielereien, so kann unsere Atemmaske zum Beispiel in Kämpfen mit Blut vollgeschmiert werden und so unsere Sicht einschränken.
Mit einem Knopfdruck können wir aber auch das Visier wieder freiwischen, wodurch wir aber auch kurz das Feuer einstellen müssen. Allerdings habe ich bei der Grafik ein Hühnchen, gerade im Handheld-Modus zu rupfen. Es ist viel zu dunkel und es gibt keinen Helligkeitsregler. Klar, es gibt den Switch-internen Helligkeitsregler, aber wer die automatische Helligkeitsregelung der Switch nutzt, wird im Handheld-Modus selbst bei vollem Anschlag des Helligkeitsreglers kaum in den Tunneln etwas erkennen. Und selbst auf der Oberfläche ist trotz Tageslicht alles ziemlich dunkel. Erst das Ausschalten der automatischen Helligkeit hilft immens, was meiner Meinung nach aber keine Lösung für die breite Masse der Spieler ist. Der Entwickler wird sich dem aber annehmen und wird hoffentlich bald einen Patch dazu nachreichen. Der Sound des Spiels ist wuchtig und auch die deutsche Vertonung ist gut, aber leider ist die Abmischung der Sprachausgabe nicht gelungen. So stehen wir vor einer Person, die direkt mit uns redet, und doch hören wir viel deutlicher einen Typen beim Arzt zwei Gänge weiter hinten links. Geh zur Waffenkammer und lass dich ausrüsten. Du säufst, als ob es kein Morgen gibt. Und es wird keins geben, wenn du deinen Hintern nicht nach Hause bewegst. Was hältst du denn von diesem neuen Typen? Hallo, Artyom. Brauchst du ein paar Waffen? Okay, schauen wir mal. Maschinenpistole, Kaliber 45. In der Waffenkammer hergestellt. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Hast du einen Kopf? Hier ist deine Waffe. Untertitel gibt es auch, aber diese sind nur für die wichtigen Dialoge vorbehalten. Wenn wir also den vielen Gesprächen in der Station mitlauschen wollen, um uns einen Einblick in den Alltag der Metrobewohner zu machen, müssen wir darauf achten, dass wir nicht zu viele Gespräche auf einmal auslösen und so sonst der ganze Kram nicht mehr zu verstehen ist. Witzigerweise, so meine ich, ist dies allerdings schon seit der PC-Fassung der Originalspiele ein Problem. Auch können die längeren Ladezeiten zwischen den Leveln ein Ärgernis sein, aber wenn wir sterben, müssen wir keine Angst haben. Der Wiedereinstieg zum letzten Rücksetzpunkt passiert in der Regel beinahe nahtlos. Alles in allem ist der Port gelungen und wenn die Helligkeitsprobleme aus der Welt gepatcht wurden, bieten die Spiele gute Unterhaltung, egal ob am TV oder im Handheld. Beide Spiele dauern jeweils rund 10 Stunden, wer aber alles gesehen und gesammelt haben möchte, wird gerne nochmal die Hälfte an Spielzeit obendrauf packen dürfen. Die Redux-Fassungen von Metro 2033 und Metro Last Light erscheinen am 28. Februar 2020. Im eShop können wir uns die jeweils 6 bis 7 GB großen Titel für rund 25 Euro einzeln als Download kaufen oder greifen zur physischen Box mit beiden Spielen für rund 50. Nun spiele ich euch wieder den Ball zu. Habt ihr eine bestimmte Frage zu Metro Redux oder wollt ihr allgemeines Feedback zu meinen Videos loswerden? Schreibt es unten in die Kommentare und abonniert unseren Kanal, so verpasst ihr zumindest keines unserer Videos zu Nintendo Switch Spielen oder Pokémon News. Auch freue ich mich natürlich auf eine Bewertung mit euren Daumen, wie es gefallen hat, und verbleibe mit freundlichen Grüßen. From Moscow with love, euer Alex, der Schleicher.